kommst du denn her? Wieso bin ich denn jetzt hier? Ganz schön spooky. Halloween. Hallo Jan. Freunde, nice Aktion. Den örtlichen Kürbisbauern mal aktiviert, ja, und naja, auf dem Weg ein paar Kürbisse holen, ja. Truck vorbereitet, richtiger Farmer, ja, mit dem Farmtruck ein paar Kürbisse holen, was ist los? Crazy Geschichte, wir springen rein. Jetzt gucken wir uns mal um, ich sehe schon ein paar Kisten stehen, auf geht's, Kürbisse für Halloween einkaufen. Teelicht passt auf jeden Fall rein, ja. Guck mal hier, der ist schon mal was größer. Was ist das für ein Stranger? Den nehmen wir auch. Das ist doch ein Halloween-Kürbis, oder? Da sehe ich doch schon förmlich die Fratze. Das ist schon Narbengestalt, ne? Das funktioniert doch, oder? Das ist doch eine Kürbiskiste. Komm, auf geht's. Das ist Onkel Jan. Und das ist der Rico von der Stadtwerkstatt. Und das hier? Das ist die Halloween-Folge. Du hast ein Projekt mitgebracht? Ja, du hast mich auf einmal hierher gezaubert. Ich stand auf einmal hier. Ja. Ne? Und zufälligerweise, das Auto hast du gleich mit hergezaubert. Ja. Ich habe gestern mein Projekt fertiggestellt. Ich habe ein Schweißergestell gebaut, wo Geräte, Stromaggregat, Werkzeugkiste, alles drauf ist. Können wir uns gerne mal angucken. Das sind zwei Truckfahrer hier, ja? Das macht man so. Ja, man fährt Truck. Der eine sieht so aus. Ja? Richtiger Eimer. Ein richtiger Eimer ist auch ein Einsatzfahrzeug und der andere sieht so aus. So, jetzt ist natürlich noch festgebunden, deswegen kann ich es jetzt nicht vorziehen. Aber das ist so die Grundausstattung für autarkes Schweißen. Also das ganz vorne haben wir eine 10 Liter Mischgasflasche, dass wir Max schweißen können. Die MIG 155, den SG65 Notstromgenerator. Werkzeugkiste dabei, damit halt dann Flaschendruckregler, Zange, Gedöns, was man halt alles so braucht unterwegs. 15 Meter Elektrodenkabel jeweils für Masse und Stabelektrode. Da kann nichts schief gehen. Da kann man richtig schön autark draußen irgendwo schweißen, ohne Stromversorgung, ohne alles. Ja. Beiden Spannschlösser lösen, dann einmal am Griff ziehen, dann kann das ganze Teil rausgeholt werden. Noch Stützfüße dabei, dann kann da nichts bei passieren. Rahmen geschweißt. Platte drauf, Winkelchen, bisschen Funktion hier reingebracht. Richtig. Mit gummierten Rollen hinten. Mit gummierten Rollen hinten, genau, dass das wie so eine Art Schublade fungieren kann, aber dass ich jetzt einfach Geräte, Gurte lösen, Geräte runter, Platte runter, beiseite, und dann kann ich das innerhalb von 10 Minuten, ist das Fahrzeug aufgerüstet und abgerüstet. Das ist eine nice Geschichte, ja? Dach und Fach, dass da nichts bei passieren kann. Ist das Serie mit der Leine? Ja, also nee, das ist Sonderausstattung tatsächlich. Aber es ist regenfest und waschanlagenfest. Geht kein Wasser durch. Unglaublich. Komm, nehmen wir einfach von hier. Alles gut. Zack. Hurz. Da ist die Ladung. Bitte nach hier. Die dicken Dinger, die gibt's nur bei Rico in der Stadtwerkstatt. One moment for you. Hello? Tommy, are you serious? Tommy, are you serious?
yourself. Der Onkel Jan, ja, den haben wir weggezaubert, der ist nach Hause gefahren. Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung, die Papaspinne haben wir gebaut, ja. Bisschen Mack, bisschen Spektakel, ja. Schöne, schnelle Aufnahmen, einmal so ein hässliches Vieh gebaut. Jetzt, Kiste auf den Tisch, ja. Ein paar feine Sachen mitgebracht. Tschüss Attila. Ja, so läuft das. Schön in den Feierabend gehupt, einmal frei. Ja, danke. Auch die Nachricht nehmen wir mit. Was soll das? Halloween-Folge, ja? Jungfrauen zersägen, Schädel auf den Tisch, Spinnen bauen, obskure Gestalten im Raum. Diese ganze Geschichte, ja? Typisch Halloween, machen wir jedes Jahr so. Dieses Jahr allerdings zum ersten Mal. Kürbiskiste, richtig, eigentlich richtig funny, ja? Ich zeige euch jetzt mal den leuchtenden Kürbis. Was ist mit dir? Kusi 3, bisschen löten, ja? Wir bauen jetzt seine Perle, ja? Den Jungfrauenkürbis, Spinne, ja? Die Spinnen bei Stahlwerk werden immer noch selbst gebaut, ja? Und heute werden wir die löten. Das gucken wir uns jetzt an. Freunde, da ist der Kürbis auf dem Tisch, ja? Die Spinne, brutales Teil, wird nicht mehr sauber gemacht, bleibt so dirty, ja? Bleibt so dirty. Und genau der Kollege, der wird jetzt nachgebaut. Bisschen verändert, bisschen kleiner und bekommt eine schicke Perle. Die werden wir anders ausführen und das gucken wir uns jetzt mal schön entspannt an. Ja? Und ganz am Ende des Tages zünden wir alles an. Ja? Weil es die Horrorfolge ist. Zuschnitt sind unsere Beinchen. Oberschenkel, Unterschenkel, Mittelschenkel. Spinne hat Mittelschenkel.
einfach so grob zusammengelegt. Ja, muss ich jetzt erstmal sauber machen. Sieht am Ende des Tages so aus. Ist eigentlich schon ein bisschen zu viel geleakt. Kusi gelötet. Und die hat Temperatur bekommen, ja, damit die so schön blaue, die Blaufleck-Kürbisspinne. Bekannt aus Film und Fernsehen. Ja? Die werden wir jetzt nachbauen. Ich schleife ein bisschen. Bandschleifer, ja, zweckentfremden der Satiniermaschine, ja. Haben wir schon mal gesehen, wiederholen wir, ja. Es ist eine Horrorfolge. Es ist eine Horrorfolge, da passieren so Sachen. Moped an, ganz niedrige Umdrehungen. Einmal vor, einmal zurück. Drops erledigt. Ja, das war's. Ist jetzt schön shiny und hat ein Schliffbild. Ja, genau so gehen wir jetzt vor. Ich mach das schnell. Wir sehen uns gleich. Kusi 3 löten, ja? Ich will jetzt nicht ultra tief einsteigen, weil das eine Halloween-Funky-Folge ist und so weiter. Aber diese zwei, drei Kleinigkeiten müssen wir wissen, um sauber damit umzugehen. Punkt 1, löten. Löten ist Verbinden zweier Werkstoffe im festen Zustand. Ja, wir wollen also das Grundmaterial nicht aufschmelzen. Das klassische Löten kennen wir alle. Wicklöten. Einziger Unterschied ist die Wärmeerzeugung. Ja, die machen wir hier mit Strom, wie wir es kennen. Das ist schon mal Nummer 1. Metallisch blank haben wir gesagt. Was empfiehlt sich? Der Lichtbogen und die Elektrode sind bitte nicht so nah am Grundwerkstoff, wie wir das gewohnt sind. Die sind ein bisschen weiter weg. Jetzt kann man sich noch eine kleine Sache zum Vorteil machen, und zwar das Anschleifen der Elektrode. Anschleifen der Elektrode, prinzipiell würde ich das ähnlich machen wie bei Aluminium, ja? Also wie im AC-DC-Bereich. Bedeutet, ich schleife sauber an. Haben wir gesehen in der Kupferfolge, wie wir das machen. Zweifach Elektrodendurchmesser ergibt die Spitze. Und diese brechen wir leicht. Ganz leicht. Warum? Was macht das? Das streut unseren Lichtbogen. Wenn der Lichtbogen gestreut ist und nicht so auf den Punkt geht, haben wir bessere Chancen, das Material nicht aufzuschmelzen. Ja, wir bringen Temperatur rein, unser Lot wird flüssig und legt sich auf die Oberfläche, ja, Kapillarwirkung ab in die Ritze, hätte ich bald gesagt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir richten ein bisschen aus und heften. Ja. Freunde, Puls D. 60, 65 Ampere, gucken wir uns an. Einmal durchs Menü geklickt und Einstellungen gecheckt. Zurück auf Anfang, eine Sekunde Gasvorlauf. Den Hotstart brauchen wir hier nicht. Wir haben einen Startstrom von 20. Wir steigen in 2,5 Sekunden auf 60 Ampere. Wir fahren 3,5 Sekunden runter. Das erscheint mir tatsächlich gerade ein bisschen viel. Das würde ich korrigieren. Ich möchte, dass das schneller erstarrt. Was wir hier machen, ist, wir kontrollieren die Endkraterpore. Ja? Wir lassen es mal auf 2 Sekunden und checken, wie es sich verhält. Gegebenenfalls passen wir das ein bisschen an. Ja? So, nochmal hin. 2 Sekunden runter auf einen Strom von 20 Ampere und eine Gasnachströmzeit, die machen wir auch auf 2. Lassen wir so, gucken uns das Ergebnis mal an. Gegebenenfalls passen wir ein bisschen an. Also, unsere Spinne hat einen langen Unterschenkel. Wir machen hier Deko. Deko, Kunstobjekt, schlag mich tot. Da werden wir jetzt nicht hier anfangen mit einem Winkel oder mit einer Wasserwaage oder unsere digitalen Messgeräte. Kommt auf den Tisch, wird geheftet, ist krumm, ist gut. Ich habe hier mal ein krummes Muster vorbereitet.
Wie war das nochmal? Der Mathelehrer, ja? Was macht der Mathelehrer beim Skilaufen? Ha? Weißt du das? Er rechnet mit Brüchen. Ampere. Ja? Da bleibe ich und positioniere meinen Draht. Ja? Der Draht wird zwischen Lichtbogen und Grundmaterial geschoben. Dann lasse ich los und der Draht fließt dann quasi ins Grundmaterial. Hilft, das Grundmaterial nicht aufzuschmelzen. Ganze Gelumpel mal hier vom Tisch. Hex, ja? Nicht die Hex, sondern Hexagon. Ja? Einmal fertig gemacht. Wäre jetzt Magdheim, hätte ich gesagt, Funken, Flug und Spritzer, aber das ist nicht so. Jetzt kommt Löten Teil 2. Ja? Und jetzt gehen wir tatsächlich auch mal mit einer Nahaufnahme dran. Ich hefte das ab und das schauen wir uns gleich an. Funken, Flug und Spritzer, kennst du das? Genau so hat er das gemacht. Der sitzt an der Werkbank, ja, und ist so und pennt, ja. Und der Meister kommt rein, moin, und dann so pam, pam, auf einmal Junge, Funken und Funkenflug und Spritzer hier. Trying to break you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So how you want it, man? You can choose. If you can't take the heat, don't light the fuse. See, I walk. Die ist ein bisschen wulstig, ein bisschen länger warten oder 5 Amperchen? Nee, wir bleiben. See, I walk in slow and ignite the room. Like fire, everything I touch, I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah, I smell like success. This Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us. We don't stop, cause the top just ain't enough. Mhm.
Der ist tricky, der Draht, ja? Der ist richtig tricky, dieses, ich sag mal so, den Rookies die Auftragsnaht zu zeigen und dafür zu sorgen, dass die ein akzeptables bis schönes, je nach Talent, ihr wisst, wie das ist, Ergebnis erzielen ist immer eine Sache, aber deine eigene Marotte, ja, dieses, ich schweiße Edelstahl, das funktioniert so, ich behandle QC3 genauso. Bullshit. Funktioniert nicht. Also du musst immer diese kleine Nuance, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Wir haben nichts verändert. Wir sind immer noch bei 60 Ampere Einstellungen, wie ganz am Anfang beschrieben. Wir wachsen mit unseren Nähten. Der Fun-Faktor von diesem Lot ist enorm. Ich glaube, die wahre Pracht, die kommt erst dann, wenn die Beinchen dran sind, wenn die Nähte golden aussehen, wenn wir ein bisschen poliert haben, wenn die Madame fertig ist. Freunde, Funkenflug und Spritzer, ja? Danke an Onkel Jan, Megatonne bei mir in den richtigen Händen. Ich habe gesagt, ich fuck heute Abend die Bude ab, ja? Aber mehr wie Tonne machen wir nicht, wir wollen noch was bauen. Mackspinne, ja? Und die Kusi-Spinne, genau so heißen die, Mack und Kusi, ja? Die Mack und die Kusi-Spinne. Spaß gemacht, QC-Draht kann ich jedem empfehlen. Richtig nicer Draht, macht Spaß, muss man sich reinfinden, ist wieder was anderes, ja? Stahl, Edelstahl, Aluminium, QC, alles unterschiedliche Geschichten, ja? Von der Farbe her mega, ja, ich, schick, richtig schick. Eine Kleinigkeit in eigener Sache, hier, ja, das ist ein Geburtstagshütchen. Und derjenige, der das jetzt sieht, der weiß, an wen diese Grüße rausgehen, ja? Freunde, schreibt uns unten rein, ja? Wenn wir ein bisschen mehr ins Kusi-Geschehen eintauchen wollen, richtig schön. Also, Kusi-Spinne, mega, meine, ja? Das ist meine, auch wenn die Füßchen hier schön raw, gefällt mir auch gut. Alles gut. Halloween-Folge, ja? Halloween-Folge vorbei. Es ist Halloween, feiert ein bisschen, ja? Habt Spaß, wir sehen uns in der nächsten.